Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami HD. Wir haben im letzten Part alle vier Zutaten für die Vorspeise von Orochi zusammengesammelt. Deswegen werden wir jetzt mal mit dem Koch reden, was er jetzt zu sagen hat. Was haben wir denn hier? Du hast mehr als eine der geheimen Zutaten gebracht? Wow, bist du gut! Ich hatte es einfach gewusst, dass du ein guter Assistent sein würdest. Das war doch gar nichts. Aber wir haben es ein bisschen eilig. Gegeben Ogerleber. Gegeben Lippen aus Eis. Gegeben Augapfel aus Feuer. Und gegeben Schwarzdämonhorn. Haha! Mit jeder geheimen Zutat, die ich hinzufüge, soll meine Liebe für Lord Orochi wachsen. Okay, jetzt habe ich alle geheimen Zutaten. Es ist an der Zeit, mein Spezialgericht fertigzustellen. Ergötzt deine Augen an meinen tollen Fähigkeiten, Schätzchen. Mit ganzem Herzen und liebender Inbrunst werde ich eine Symphonie erschaffen aus dämonischer Vollkommenheit. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ew. Bitteschön! Das Kronjuwel unter den Vorspeisen bringt garantiert den vollen Geschmack der Hauptspeise voll zur Geltung. Hier ist mein ultimatives Meisterstück. Misthaufen Schleimeimer Gulasch. Dadurch wird die Hauptspeise Kushi tausendmal besser schmecken. Nun, wir dürfen Lord Orochi nicht warten lassen, Schätzen. Gehe zur großen Halle und läute die Speiseglocke. Das wird die Fertigstellung meines Meisterstücks verkünden. Der Klang dieser melodiösen Glocke soll der Auftakt sein für Lord Orochis blutiges Festmahl. Tja, wir werden Lord Orochi volle Lotte in den Hintern treten, damit er Kushi freilässt, weil das geht so nicht. Und guck mal, da ist eine Kiste aufgetaucht. Mit Klunker. Kutani-Töpferei. Teller mit elegantem Design und schönen Ätzungen. Oh Gott, ich bin da aus Versehen reingesprungen. Das war gar nicht mein Plan. Da brennt jetzt Feuer. Da ist ein Leben. Zack. Ich will die Glocke läuten. Okay, brauche ich vielleicht mehr Pep? Was ist los? Irgendwas fehlt hier. Das Mahl ist fertig. Läute die Speiseglocke. Läute sie so oft, wie Lord Orochi Köpfe hat. Ah, okay. Aber zu sehen, wie die ganze Zeit wartet, bla... Setze deinen ganzen verfluchten Körper und deine ganze böse Seele dabei ein. Lass sie wild und laut erschallen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Oh, okay. Die drei davor hat er schon gezählt. Ich habe gedacht, ich muss von vorne anfangen. Oh, oh. Ich will mitfahren. Ich will auch hochfahren. Oh, lololol. Hui, das war ein Stress. Ich wünschte, ich hätte Lord Orochis Thronseite nicht gesehen. Dieser Ort hat etwas an sich, das mir Angst macht. Tut mir leid, Kumpel, aber würde es dir etwas ausmachen, den Aufzug noch einmal zum Thronsaal zu bringen? Was? Bist du verrückt? Ach komm schon, bitte, bitte. Ich meine, ich möchte auch einen Blick in den Thronsaal von Lord Orochi werfen. Bitte nur dieses eine Mal. Aber wir sind doch nur kleine Untergebene von Lord Orochi. Lord Orochi wird uns mit Sicherheit auffressen, wenn wir während seiner Mahlzeit reinplatzen. Willst du den Thronsaal wirklich so gerne sehen? Wirklich gehen? Ja, vielleicht doch nicht. Doch, natürlich. Ich sehe, du wirst deine Meinung nicht ändern. Ich werde dich zum Thronsaal bringen, wenn du ihn so sehr sehen möchtest. Schließlich liebe ich es, diesen Aufzug zu bedienen. Nice. So muss das. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, hier ist ein Speicherportal.
Oh, was ist das? Ist das der Händler? Hä? Was willst du denn hier? Hm, ein neues Gesicht hier. Du musst ganz schön mutig sein, hierher zu kommen. Willst du Lord Urushi eine Opfergabe bringen? Davon habe ich einige. Einkaufen? Ja, nein. Nein. Ups, ich wollte ihn nicht anbellen. Okay, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich habe etwas Angst. Wir gehen hoch. Oh Gott, ich habe Angst. Vor allem diese Musik in Anführungsstrichen, das ist einfach völlige... Oh mein Gott. Und das Zähne? Wo sind wir hier? Ah, warte! Nee. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh. Oh je. Oh je. Okay, jetzt wird's richtig spannend. Das ist Kushi! Emmy, sieh mal, hier drüben! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wir sind gar nicht bereit dazu, ihnen gegenüberzutreten. Ganz ehrlich. Sind wir nicht. Sind wir einfach nicht. Scheiße. Oh, wilder Gott der Himmel. 100 Jahre sind vergangen, seitdem du mich hier eingesperrt hast. Wie kann es sein, dass du wieder herkommst, nachdem du gestorben bist und dich in Stein verwandelt hast? 100 Jahre in einer kalten, steinigen Gruft. Du stinkst nach Verwesung. Ich habe genug gehört. Das reicht, Großer. Oh, scheiße. Nein! Okay, was muss ich tun? Erinnert sich jemand an das Herkules-Spiel für die PlayStation damals? Das war falsch. Oh! Wo man die Hydra besiegen musste? Das sah genauso aus. Okay, ich weiß nicht, was ich gerade tun muss. Ich bin ehrlich. Hoppala. Falscher Knopf. Oh je. Ich weiß ehrlich nicht, was ich machen soll. Wir haben 8 Köpfe. Hier haben wir zum Beispiel Feuer. Kann ich dem vielleicht mit Wind entgegenkommen? Weil der macht Flammen. Okay. Dieser Cheater hat ein Schutzschild. Was sollen wir jetzt tun? Irgendwelche klugen Ideen, Fellknäuel? Kushi! Lauf, Kushi! Lauf! Bleib sofort stehen, elender Lindwurm! Wow. Susano! Du bist gekommen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Hab keine Angst. Susano ist hier.
Orochi und ich haben eine Rechnung zu begleichen. Alter! Lange habe ich auf deine Ankunft gewartet, o Nachfahre von Nagi. Nun werden wir uns diesem brennenden Verlangen hingeben, das uns beide verzehrt. Die Nachfahren von Nagi haben mich hier für 100 Jahre eingesperrt. Aber jetzt ist es diese verfluchte Blutlinie, welche meine wahre Macht entfesseln wird. Ein Pakt zwischen Nagis Nachfahre und mir, dem großen Orochi, soll mir finstere Kräfte geben, jenseits aller Vorstellungskraft. Lass uns diesen Blutpakt für alle Ewigkeiten besiegeln. Von was zur Hölle spricht dieser Lindwurm da? Ein Blutpakt mit Susanoo wird die wahre Macht von Orochi entfesseln? Oh, er, der Macht sucht, deine erste Chance ist vertan. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, unseren ewigen Bund zu besiegeln. Sprich die Worte, ich wünsche Finsternis über die Welt. Sprich dieses Gebet zu mir und besiegle unseren Blutpakt. Auch du sollst finstere Kräfte jenseits aller Vorstellungskraft haben. Orochi führt Susanoo in Versuchung. Ich wette, dieser verschlagene Lindwurm war es, der dem Alten die Albträume beschert hat. Jetzt sprich das Gebet, lass die Worte ganz tief in dir heraus. Wiederhole die Worte unseres Blutpaktes. Oh, ich werde gar nichts dergleichen tun. Ich bin ein Nachfahre von Nagi. Merke dir, ich bin Susanoo, der größte Krieger aller Zeiten. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt dieser hilflosen Frau antun willst. Deine Zeit ist vorbei. Spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Wow. Närrische Bestie. Hast du wirklich geglaubt, dass du mich täuschen könntest? Der einzige Pakt, der für mich wichtig ist, ist der meiner Blutlinie, wenn es mein Schicksal ist. Im Kampf gegen das Böse zu fallen, dann sei es so. Ich brauche keine Hilfe, weder von Göttern noch Dämonen. Die heroische Blutlinie zu Nagi ist alles, was ich benötige, um dich zu besiegen. Glitzernder Goldsake. Ist das der 8 Purification-Sake, Emmy? Ist ganz schön viel, ha? Huh? Susanoo und Kushi haben ein Wunder vollbracht. Zeit, deine Magie einzusetzen, Emmy. Welche Magie? Was kann ich tun? Dein hässliches Gesicht macht uns keine Angst, du Riesenwurm. Schnell, Emmy, der Sake. Gib den 8 Purification Sake in den offenen Mund von Orochi. So? Nee, so nicht. Bin vergiftet. Ups. Auch nicht? Nein. Da, wenn er das zaubert? Nee. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Er hatte eben den gezeigt. Den da. Dann bleibe ich einmal kurz bei ihm. Wow! Jetzt. Es klappt! Hehe, nimm das, du Riesenwurm. Mach weiter, Emmy. Kann ich ihn schneiden?
Nein. Okay, er wird richtig betrunken. Guck mal, der ist fertig. Aber jetzt nicht nachlassen. Mach die anderen Köpfe auch betrunken. Okay, ich gehe hier hin. Jetzt? Ja? Oh, oh, Feuer, 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 Feuer. Jetzt? Ja, okay. Jetzt? Nee, jetzt nicht. Aber jetzt. Auch nicht? Genau, er muss einen anbrüllen, richtig. Okay, der ist auch betrunken. Genau, der zauberte die komischen Pflanzen. Diese Giftpflanzen, an denen man nicht stehen darf. Oh Gott. Verderbnis. Oh, schnell. So. Ich habe doch nur 3 von den Köpfen betrunken gemacht. Achso, jetzt soll ich die... Jetzt darf ich draufhauen, oder? Hä? Okay, ich kümmere mich jetzt einfach mal nur um die Glocke. Ich weiß nicht, ob das vielleicht richtig ist oder nicht richtig ist oder bla. Ah, shit, jetzt ist sie wieder... Oh, sie war fast tot. Okay. Dann fangen wir wieder von 0 an. Feuer, 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 Feuer. Okay, nochmal ausweichen. Ich hoffe, das ist nicht der Endkampf. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist jetzt Orochi. Okay, er ist betrunken, sehr gut. Ich kann mir halt, wie gesagt, wirklich nicht vorstellen, dass das jetzt schon der Endfight vom Spiel ist. Wir haben noch gar nicht so viel gesehen. Oh Gott. Hui. Bei Orochi ist doch jetzt das große Übel. So, jetzt wieder hoch zur Glocke. Okay, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich die Glocke zerstört habe? Okay. Der Wurm ist fertig. Sieht so aus, als hätte sich die Sperre aufgelöst. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du Orochi mit deinen Waffen und deinem Pinsel dem Rest geben. Okay. Wir prügeln die Kombos rein. Ja, da ist der erste Kopf, ist tot. Also so richtig tot? Ja. Okay, dann machen wir zu... Oh, wow, Feuer! Machen wir als nächstes den Gifttypen. Weil der war nervig. Warte. So. So, und jetzt richtig draufrotzen. Rotzen, rotzen. Die Kombos, sie müssen fliegen. Ja, da ist der zweite Kopf down. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt zu dem. Ich weiß gar nicht, was der kann. Mich anstürmen. Okay. Und mich anbrüllen. Auch gut. Jetzt ist er wieder betrunken. Und jetzt richtig schön rotzen. Ja! Kombos, 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 Kombos. Perfekt. Nächster Kopf ist tot.
machen wir ihn wieder betrunken. Kamus! Ist er tot? Ja. Und der nächste. Schönen guten Tag. Oh, jetzt regnet hier auch noch Feuer vom Himmel. Das finde ich nicht gut. So, jetzt ist er betrunken. Jetzt schön wieder raufballern. Da ist der nächste tot. So schwer ist er gar nicht. Wenn man mal verstanden hat, was hier so funktioniert und was nicht funktioniert. Muss ich vielleicht das Feuer ausschalten? Nö. So, dann den Sake wieder in sein Gesicht splattern. Ich glaube, das ist einfach nur der Schwierigkeitsgrad jetzt, dass halt mehr Feuer vom Himmel regnet. Aber sonst, ja, ist okay. Ist schon okay, so würde ich sagen. So, dann haben wir ja nur noch zwei Köpfe. Komm her! Schrei mich an, genau. So, komm her. Die Gebetsperlen sind halt aber auch ultra stark, ne? Also was da hier so für Kombo-Ketten halt rauskommen, das ist halt schon ultra. Mit dem Spiegel würde ich das gar nicht halt wirklich schaffen. Oh, wow. Das war schon ein bisschen knapp. So, jetzt hier, komm, schrei mich an. Danke. Und jetzt kommt der letzte hier. Ist er tot? Ja! Okay. Was passiert jetzt? Die Zeit ist gekommen. Oh, geheiligter Mond, der Himmel. Komm hervor und durchstoße die Finsternis. Wohne dem Untergang der Bestie durch mein treues Schwert. Tohen Bokubai. Hat der Mond gesagt? Stimmt, die Legende besagt, der Mond schien, als Nagi Orochi erschlug. Okay. Yes! Ich habe einen Mond gezeichnet! Und sein Holzschwert mit dem kleinen Blättchen wird jetzt zu einem Laserschwert. Nee, es leuchtet. Oh! Susanoo, Stil, Klinge der Wahrheit. Das! Gute wird dem Bösen niemals unter verkackt, scheiße. Ist das alles, was du zu bieten hast? Ich werde dir zeigen, wie man richtig kämpft. Das. Gute. Wird. Dem. Bösen. Niemals. Unter beende es, Emmy. Nein, Bello. Diesmal werde ich das alleine machen.
Jetzt das Stärkste in den Susanus-Stil-Kampfkünsten. Göttlicher Spalter. Wow. Okay. Okay. You got me there. Oh. Liebste Kushi. Genau wie du dein Leben dem Sakebraun verschrieben hast, so ist das Schwert alles, was ich kenne. Ich habe versagt. Ich habe die schreckliche Bestie auf die Welt losgelassen. Ich habe dem Bösen erlaubt, mein Urteil zu trüben. Wer bin ich, dass ich das Recht beanspruche, ein Schwert zu führen? Ach, es gibt für mich keinen Grund zu leben. Oh, Susanoo, warum blickst du so finster drein? Komm schon, lache so, wie du es normalerweise machst. So, wie du jetzt gerade aussiehst, das macht die Monster nur stärker. Komm schon, lach doch bitte. Lach, wie du es tust, wenn du mir die jedes Jahr bei der Reisernte hilfst. Da. Oh, das sieht aus wie aus Kingdom Hearts. Erhalten göttliches Instrument. Zmegari. Taste eine Weile drücken für Sturmangriff mit Orochis Schwert. Und so kam es, dass 100 Jahre nach seiner ersten Niederlage der schreckliche Orochi dem Angriff Amaterasus und Susanus unterlag. Als der faulige Atem den verfluchten Körper von Orochi verlassen hatte, war der Fluch aufgehoben. Und ein mächtiges Schwert, bekannt als Tsumugari, erschien. Es war die Wiedergeburt von Tsukuyomi, welches von Orochi verschlungen gewesen war. Mit dieser neuen Klinge ausgestattet, bereitete sich Amaterasu auf neue Abenteuer vor. In diesem Moment verließ eine mysteriöse Kraft den Leichnam von Orochi, teilte sich und flog in alle Himmelsrichtungen davon. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, was das für eine Kraft war. Die Wahrheit war, dass nun die wahre Katastrophe über die Welt hereinbrach. Aber für den Moment genoss Kamiki eine neue Ära des Friedens. Unsere Geschichte jedoch ist noch lange nicht zu Ende. Eigentlich hat sie gerade erst begonnen. Der Spaß hat gerade erst angefangen, Emmy. Ich meine, wir können doch ein so großartiges Abenteuer nicht einfach so enden lassen. Und jetzt lass dein berühmtes Siegesgeheul erschallen. Heißt das etwa, wir haben das Spiel jetzt durch? Weil Orochi ist tot. Errungenschaft freigeschaltet. Gespaltene Zunge. Endlich. Endlich ist die Zeit gekommen. Die unzertrennbaren Bande zwischen Himmel und Erde. Waka, die Situation ist sehr dringend geworden. Du musst sofort zur Stadt zurückkommen. Alright. Amaterasu, du magst Orochi für dieses Mal besiegt haben. Aber glaube nicht, dass es nächstes Mal wieder so einfach wird. Ist das Spiel jetzt durch oder kommt jetzt noch was? Ich habe keine Ahnung, ich bin völlig überfragt. Hey, guck dir diesen sternklaren Himmel an. Ich weiß, dass sie irgendwo da oben sind, meine pelzige Freundin. Diese Konstellation der Pinselgötter warten nur darauf, gefunden zu werden.
Wow, das muss ein Knaller von Tama sein. Ich frage mich, ob die Dorfbewohner bereits wissen, dass Orochi tot ist. Ah, ich weiß, das muss das Fest sein. Sie haben gerade mit dem jährlichen Kamiki-Festival angefangen. Ach genau, Zeit zum Feiern, Fellknäuel. Zurück ins Dorf, schnell! Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Oh, die Musik ist so schön. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir haben diesen Part durch. Obwohl. Ich weiß halt nicht, ob jetzt noch großartig was kommt oder ob jetzt das Spiel halt durch ist, weil Orochi ist tot. So, ich habe jetzt einmal fix nachgeschaut. Also, es geht auf jeden Fall noch weiter, dieses grandiose Spiel. Deswegen machen wir hier erstmal Schluss. Vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid bei Okami in der HD-Version. Ich bin UIT. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, weil dieses Spiel ist grandios. Es ist fantastisch. Ach, doch bis dahin. Ihr kennt es. Knutsch!